Servus, grüß euch. Ich bin der Robert von Travel One, Unterstrich Oberländer. Ich habe mir dieses Gerät jetzt eingebaut von Bayernluft. Und zwar, das ist ein dezentrales Wärmerückgewinnungsgerät. Ich erkläre euch das nur ganz einfach. Ja. Ihr könnt auf die Homepage gehen von Bayernluft, wenn euch das interessiert. Das ist echt eine interessante Sache. Jetzt zeige ich da jetzt nur ganz vereinfacht einmal so eine Broschüre, wie das ausschaut. Das Problem ist, wenn du so ein Expeditionsmobil hast oder ein Wohnmobil, das sehr, sehr dicht ist von den Fenstern, dann musst einfach lüften. Wir haben natürlich jetzt in Skandinavien draufgekommen, da kann man nicht mehr so lüften, ja, weil da friert es da alles ein, ne? Innerhalb kürzester Zeit. Funktioniert aber natürlich auch, wenn man viel im maritimen Bereich unterwegs ist, weil dort ja natürlich auch sehr viel Luftfeuchtigkeit vorhanden ist. Im Winter kann ich jetzt wieder sagen, naja gut, da oben hat es ja eh keine Luftfeuchtigkeit, ja schon, aber du hältst dich ja permanent im Wohnmobil auf. Du wäschst, also wird dann ja auch Wäsche waschen, Wäsche aufhängen, duschen, du hältst dich selber auf. Jeder weiß, dass man im Schlaf ja auch, ich glaube, einen guten Liter Wasser verliert. Und das kann nicht raus aus diesem Wohnmobil. Warum ist denn das überhaupt so toll, das Ding? Ja, weil schaut ja total einfach aus. Das Problem ist, wenn du immer wieder lüften musst, natürlich, speziell jetzt auch im Winter oder wenn es kälter ist, du verlierst ja dann total viel Wärme. Und bei diesem Kästchen funktioniert das eben so, dass du von außen die Luft, die Frischluft ansaugst, die wird dann hier getauscht in diesem Art Wärmetauscher und aufgewärmt mit der Luft, die nach außen gedrückt wird. Und deswegen ist es so toll. Ja? 90% Effizienz ist ein Wahnsinn. Und da sind zwar so Art PC-Lüfter drinnen, ich meine von 0,5 Watt bis, weiß ich nicht, das steht eh da irgendwo, bis 6 Watt. Also hier sieht man auch noch, da gibt es zwei Einschübe. Das ist dann für den Winter und deswegen haben wir uns entschieden, wir werden jetzt die Bayernluft einbauen. Das habe ich jetzt alles gemacht. Ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Video. Ich darf euch recht herzlich begrüßen von meiner Baustelle. Ich bin schon wieder voll, bin zu Hause und freue mich schon drauf, jetzt einige Optimierungen noch durchzuführen. Und ich beginne mit dem Bayernluftkästchen zum Einbauen. Und da war ich ja dort. Und habe da mit dem Chef gesprochen, wie wir das am besten noch machen können. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar kommt dieses Bayernluftkästchen, da wo die Schablone ist, stehend. Und das baue ich da ein. Das heißt, ich muss bei dem Kasten natürlich jetzt was da ausnehmen, da wo diese Schablone liegt. Und wird dann an die Wand montiert. Die Löcher werden dann durch die Wand gebohrt. Und die Belüftung und Entlüftung ist auch eine ganz gute Idee, und zwar, ich habe da hinten meinem Waschbecken, wenn man da schaut, da stehen zwei so Holzstücke weg, eine Distanz, eben, dass überall bei mir die Luft zirkulieren kann. Das ist jetzt ideal. Da muss ich heute noch in ein Baugeschäft fahren und mal einen Stromkanal holen. Damit, das zeige ich euch dann auch noch, wie ich das genau mache. Da hat eben der Chef von Bayernluft eine super Idee gehabt. Und die Belüftung, die kommt dann da über ein Rohr, da durch die ganze Wand und wird dann hier ungefähr herauskommen. Du hast dann so eine Art Zwei-Raum-Luft-Prinzip. Als erstes werde ich mir jetzt einmal anreißen, da die Linien, wie ich, das muss ich ja dann ausschneiden, den Kasten kann ich nicht mehr ausbauen. Ich habe das angeklebt und geschraubt und der hält bombenfest. Also bevor ich da jetzt was rausreiße mit meinem Inotec lieber, der halt so gut ist, Adesil, lasse ich es lieber so und baue das dann da. Zum Glück habe ich ein Multitool. Aber hier muss ich ja mehr Platz lassen, weil bei dem Kästchen muss man ja auch die Tür aufmachen können, das ist ein Scharnier. Und wenn ich das jetzt genau mache, dann hätte ich ja nachher keinen Platz mehr, das zum Aufmachen. Und deswegen machen wir das jetzt da etwas größer. Und da machen wir jetzt etwas mehr. Gut. So. Und natürlich muss ich das nach oben ja auch ausschneiden. So, jetzt ist die Überlegung, sollen wir das gleich mit der Stichsäge machen?
sich jetzt wer denkt, wow, das ist aber schier, das ist nicht schön und nicht, und nehme einen Bleistiftstrich, das ist Absicht, weil ich schneide das jetzt dann noch mit meiner Kreissäge schön, dass das dann ein schöner, sauberer Schnitt ist und dann kommt ja noch eine Kante drauf. Ich habe mir ja für den Möbelbau in der Maria extra, weil ich das nicht wollte, das sind eine spezielle Platten für den Wohnmobilbau. Pappelsperrholz, extrem hart mit HPL-Beschichtung, hat eine super Haptik. Und ich wollte nicht, dass das so ausschaut. Viele bauen das so. Nur da muss man aufpassen. Und zwar, da darf man keine normalen Bügelkanten nehmen, weil die halten die Hitze oder Temperaturunterschiede nicht aus und die sind auch nicht so fest anhaftend an den Platten, wie wenn man das mit einer richtig professionellen Heißklebekantenanleimmaschine macht. Und die haben wir extra gekauft. Und zwar sind das zum Beispiel jetzt die Kanten dafür, das sind Softkanten, die sind viel dicker wie eine Bügelkante. Da geht man her. Ich mache es immer so, dass ich mir zuerst einmal anzeichne, wo ich überall eine Kante draufkleben möchte. Das ist hier und hier, da habe ich ein Kreuz gemacht, dann lässt man da ein bisschen an Platz. Das ist diese Maschine, die wir mal einen Rundumblick machen, dass ihr das seht. Das ist eine mobile. Die nehmen viele Tischler, den Beruf habe ich ja auch erlernt, Schreiner. Und die haben wir früher auch verwendet für einen mobilen Einsatz, wenn man da irgendwas noch mal neu machen musste oder umbauen musste. Und wie gesagt, die haben wir das Komplettpaket da damals gekauft mit der Oberfräse, Kanter, das zeige ich euch dann noch. Und jetzt muss ich einmal warten. Hier wird gerade die Temperatur hochgefahren. Hier drinnen ist der Kleber, der ist ja ganz hart jetzt und der wird jetzt aufgeheizt und erst wenn das eine gewisse Temperatur hat, ich habe das bei 180 Grad, dann kann man da überhaupt das erst bewegen, dass sich die Rollen drehen und dann werden wir das jetzt gleich machen. Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. Also ich muss jetzt einmal die Kante da reinschieben, eingestellt ist ja schon alles, nur ein Stück reinfahren. So. Und wir beginnen mit dieser Seite. Und zwar, das ist eine Rolle, da muss man dann, und jetzt muss ich, weil normalerweise das Gerät ja, also die Platte, das ist die, was befestigt ist und das Gerät ist das, was man bewegt. Ich mache das immer gern umgekehrt, habe das da montiert, fixiert. Dafür muss ich aber die Platte da unten anhalten. Jetzt muss ich warten, bis die Kante da rauskommt. So, da habe ich ein paar Zentimeter Platz. Oben bleiben muss man da halt. Und dann ist das fertig. Abdrehen. Ich streiche dann immer noch mit der Hand drüber oder man nimmt ein Tuch und dann andrücken. Das ist jetzt ganz heiß und fertig. Jetzt lässt man das kalt werden und einstweil können wir die anderen Bretter jetzt nehmen. So, da ist hier das Kreuz. Immer ein bisschen Überlänge lassen, das ist wichtig. Wieder reinstecken, so. Kreuz. Dann, ich halte das halt am Anfang dann, sehe hier die Kante, wenn sie kommt. Ein paar Zentimeter kann ich sie lassen und dann drücke ich noch an. Und das war's, fertig. Wieder abdrehen. Das ist ganz heiß. Und der Kleber, der hält. Und so habe ich das ganze Mobil die Möbel gemacht. Nur am Rande ein Vermerk, heuer ist das erste Mal in Österreich, in Tulln, auf der Tullner Messe, am Messegelände, die Allrad. Und da stehen wir, da kann man sich bewerben können als Selbstausbauer. Da muss man sich bewerben im Internet mit ein paar Fotos und dann wird man angenommen oder nicht. Wir hatten das Glück, wir wurden angenommen. Und wenn ihr uns kennenlernen wollt oder ihr wollt uns unsere Maria anschauen, dann kommt dorthin. Würden uns freuen. Wenn das dann kalt ist, da habe ich da so ein Cuttermesser. Ich stelle mir das dann immer, das stelle ich so, dass ich das setze, so her, dass ich da mir abstützen kann. Dann fahre ich da hinein, halte das Messer fest
Und zack, Kante abgeschnitten, fertig. Das machen wir jetzt da auch noch. Halte ich wieder. Zack und fertig. Nummer 1. So, fertig. Erstes. Ein wenig habe ich jetzt mal den Schmutz weggesaugt und so soll das jetzt kommen. Das wird jetzt das Fach. Das kommt dann so hin und hinten kommt dann das mit der Kante und schaut dann so aus. Und da kommt die Bayernluft her. Es geht weiter auf der Baustelle. Also ich habe ja jetzt hier diesen Kanal montiert, dann kommt da das Rohr runter, da wird, und hier kommt das Bayernluftkästchen her. Und jetzt muss ich das richtig montieren, dass eben das dann da reingesteckt werden kann. Angeschraubt gehört es viermal und da gehören Löcher in die Außenwand gebohrt. Da darf ich aber nicht die Löcher nehmen, die sind nur für Mauer. Aber wir haben ja keine Mauer, wir haben eine Sandwichplatte. Und jetzt schauen wir uns an, wie wir das am besten fixieren. Am besten ist einmal, wir werden zuerst einmal diese Schablone an die Rückwand kleben. Also. Jetzt haben wir natürlich das Beinkästchen vorher an, da angehängt und geschaut, dass wir die Schablone dann leichter montieren können. So, das schaut schon mal nicht so schlecht aus. Und hier auch. So, und dann unten noch. Und dann haben wir mal können wir die Löcher vorbohren. Für die Schrauben. So. Gut. Also, ich habe mir gedacht, zum Vorbohren für die vier Löcher, wo man das Kästchen dann an die Wand montiert, da nehmen wir einen ganz dünnen Bohrer und werde jetzt da mal eine Schraube ebene, das ist schon praktisch, weil ich brauche nicht nachdenken, wo ich irgendwas montiere. Und das merkt man, es hält einfach viel besser die Schrauben. Ne? Wenn du nur GFK hast, dann musst du natürlich auch kleben, was ich natürlich zum Teil auch gemacht habe, speziell bei den Hängeschränken, aber muss man gar nicht. So, und jetzt müssen wir uns noch ausrechnen, die Löcher, was wir da für Bohrer brauchen, weil die, wie gesagt, die sind zu groß. So. Gut, um uns diese Löcher jetzt auszusuchen, haben wir, die kommen außen. Das ist mit Tropfnase und das ohne. Das heißt, das gehört unten, das gehört oben und das ist dann das, was man außen sieht. Schauen wir mal. Wie? Weil wir müssen aufpassen, die Löcher für außen sind etwas kleiner, wegen dem da. Ich will das ja stecken, dass das gut hält und einkleben. Und da haben wir 5,5 mm. Die sind wahrscheinlich eh beide gleich. Ja, 5,5. Diese zwei Rohre, die sind mitgeliefert bei den Bayernluftkästchen, die braucht man eben, weil man sie auch für Wohnungen oder Häuser nehmen kann, durch die Mauer. Und dieses hat, jetzt haben wir das angeschaut, es hat genau 50 mm. Und diese Gitter, die passen dann da drauf. Jetzt werde ich mir zuerst ein Loch bohren, das was, also von außen, aber nicht ganz durch.
das, was eben 50 mm hat, dann passt das genau rein und dann kann ich ein Stück Rohr zu dem Bayernluftkästchen anfügen und dann kann ich das dann auch noch schön einkleben, außen und innen am Rohr, dass das ja gescheit bombenfest hält und wasserdicht ist. So werden wir das machen. Und außen müsste man ja diesen Rand, also das heißt, sprich das GFK, etwas größer machen. So, ihr seid live dabei, wenn ich jetzt die Außenhaut durchbohre. Da muss man sich schon ein bisschen trauen. Aber es ist halt so. Jetzt werden wir da, ich habe den Zentrumsbohrer genommen mal. Und schauen wir. So, jetzt bin ich gespannt, wo ich bin. Und schauen wir mal, wo wir da jetzt da sind. Aha, sehr gut. Da sind wir jetzt. Passt. Und jetzt müssen wir das mit dem machen. Aber da werde ich vorher noch was hinlegen. Weil ich habe da unten die Heizung. Da muss ich mir jetzt noch was machen, dass mir da nicht Schmutz runterfällt. Gut, das sollte jetzt im schlimmsten Schmutz einmal weghalten. Jetzt hoffen wir, dass das so auch funktioniert. So, jetzt muss man das rauspulen, immer wieder sauber machen. So, jetzt werden wir das mit dem Schraubenzieher probieren. Ah, das geht, ja. Du kommst nämlich dann mit dem Bohrer immer weiter rein. Jetzt muss man da immer zuerst das so rausnehmen. Seht, so schaut das dann aus. Und da sieht man diese, Schraubebene, was ich habe. So, das machen wir jetzt da auch. Okay. Und jetzt können wir, jetzt sieht man schon außen das Licht. Gut, für heraus habe ich einen etwas größeren. Und jetzt müssen wir da natürlich wieder aufpassen. Da muss man jetzt aufpassen, dass man nicht zu viel andrückt. Halbwegs ankehren. So, lassen wir mal. So, jetzt kommt ein bisschen eine knifflige Sache, weil ich muss das Kästchen da jetzt einmal montieren. Schrauben sind auch dabei. Jetzt schauen wir mal, ob wir das, das wird ein bisschen jetzt eine Fummlerei werden, weil ich ja nicht hinsehe, was ich da mache. So. Wir müssen nur einen Schrauben einmal. So. Gut. Der beißt einmal. So, jetzt bin ich richtig schwitzig geworden. Das ist zwar nicht schwer, das Kästchen oder was, aber da die vier Schrauben reinfummeln. Aber ich habe es geschafft einmal. Und jetzt gut, dass ich vorgebohrt habe. Einmal. Zweimal. Nicht zu wahnsinnig fest anziehen.
einmal. Also das geht sich mit meiner Verlängerung nur haarscharf aus. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Das ist ganz wichtig. Diese Folie darf nicht verletzt werden. Das machen wir jetzt mit der Hand. Das soll man, die Folie brauchst du wegen der Feuchtigkeit. Wegen einem Rückhalt, dass nicht, unten nicht rauslaufen kann. So ist es mir halt erklärt worden. Ich hoffe, ich erzähle das richtig. Aber man kann das alles genau nachlesen. Das ist super beschrieben. Gut, Kästchen ist montiert. War ganz schön schwitzige Angelegenheit jetzt, aber es passt. So, jetzt ist es offen. Ihr seht da jetzt, hier wird jetzt angesaugt über die ganze Länge da von dem Kanal. Und dann seht ihr hier noch ein Loch und hier kommt jetzt dann ein 90 Grad Winkel, ein Rohr, das geht dann bis da durch, dann muss ich hier durchbohren, durch die Wand durchbohren und das kommt hier dann heraus. Und die anderen zwei Löcher, die sind eben die, was wir jetzt gebohrt haben in die Außenwand und da klebe ich jetzt dann noch zwei Kunststoffrohre ein und das machen wir natürlich von außen. So, das sind diese Rohre, zwei Stück sind da dabei und die verwende ich jetzt gleich und jetzt schauen wir mal, ja, das schaut super aus, setzt sich genau hinein, das passt und jetzt habe ich da einen Bleistift, jetzt machen wir da einen Bleistiftriss. Gut, und das schneiden wir jetzt mit der Flex ab. Wir haben jetzt noch schön entgraten. Entgraten kann man ja mit verschiedenen Sachen, entweder mit Schleifpapier oder mit einer Feile. Und ich habe da so einen Entgrater, den habe ich auch benutzt für meine alte Heizung, für die Rohre. Und das ist, braucht man nicht viel andrücken. Ganz leicht. Da tun wir schleifen und da tun wir jetzt auch noch das zweite. So, fertig. Und außen machen wir es mit dem Schleifpapier. So, was ich jetzt noch mache, ist, ich schleife das Rohr an, weil ich weiß nicht, ob das vom Kleber her entfettet oder mit Nitro oder so anputzt, dann wird es noch mehr rauer. Gut, die Rohre habe ich jetzt mal eingepasst und die kleben wir jetzt dann noch ein. Das passt perfekt. Und jetzt werden wir das einmal putzen mit Nitro. Ah, da spürt man gleich, wie das angeraut wird. Sehr gut. Das legen wir da mal vorsichtig weg. Das wird richtig pickig. Das mag ich. Genau das braucht man nämlich. So. Und da würde ich jetzt aufpassen. Nitro, gell? So. Und jetzt tun wir noch die. Aber nur innen. Nur innen da auf. Wische ich das aus. Mehr nicht. So, jetzt habe ich da wieder meinen Lieblingskleber von AD, also Inotec, den Adesil in Schwarz. Und jetzt werden wir mal schauen, wie wir das am besten einkleben. Da kann ich jetzt nicht so zuschauen lassen. Habe ich mir gedacht, ich werde es einmal so machen. Nicht ganz zu den Bayernkästchen, sondern circa 1,5 cm entfernt. Und dann noch einmal einen Ring setzen. Da noch einsetzen, weil wir wollen das ja auch dicht haben. So, schaut schon mal gut aus. Und wenn das dann fest ist, werden wir außen auch noch mal einen schönen Ring setzen, nur zur Sicherheit. Thank you.
Mit der passt ja genau auf das Rohr drauf. So. Ich denke, das schaut sehr gut aus. Und die Reinigung mache ich jetzt nicht mit Nitro, sondern mit dem Multisol von Inotec. Weil das ist nicht so scharf. Ja. Gut, zum Regnen fängt es auch an, sind wir sehr gut fertig geworden. Die Rohre sind jetzt schön geputzt und gereinigt wieder, das passt jetzt so. Und jetzt kommt die größte Action, glaube ich. Jetzt müssen wir das Rohr da unten reinstecken. Das können wir eh schon mal machen. Und das muss jetzt dann da vorgeführt werden. Machen wir mal zu. Anschluss machen wir dann da unten mit dem Stecker, habe ich mir gedacht. Da ist ja ein Netzteil dabei, aber das zwicke ich ab und lasse das nicht so, weil sonst hätte ich das da reinführen müssen. Gut, das können wir so wegführen, das ist kein Problem. Und da müssen wir den Strom einmal locker schrauben. So. Wir wissen jetzt, wo wir das Loch machen, und zwar hier. Und hoffen, dass das jetzt so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. So, das haben wir als Erste. Auf die Leitungen aufpassen. Seid die Ersten, es ist ein Live-Durchbruch. So schaut das aus. Warte mal. So schaut das dann aus. Sehr gut. Jetzt werden wir wieder alles absaugen, damit zu viel Schmutz da bleibt. Der Plan ist, dass ich das jetzt einmal durchschiebe. So, das müssen wir dann noch ablingen. Das haben wir gerade reingeschnitten. So. Gut, das ist der Plan. Da tun wir jetzt erst nochmal den Gummi raus. Ah ja, siehst du endlich. Ich blute und. Ah, bist du deppert? Ich mach eh gerade weh da erst. Ich hab gerade reingeschnitten. Und das ist auf Kamera. Ja, du warst der blöde Hund, der blöde. Im Großen und Ganzen habe ich die Unterkonstruktion einmal alles fertig. Das heißt, ihr seht die Rohre unten. Da habe ich schon das Fach eingepasst und gemacht, das kann man eben rausnehmen. Da oben sieht man jetzt, da fehlt jetzt noch der Wasserhahn, weil ich habe auch oben alles umgebaut. Und zwar, weil diese breitere Regenrinne, das war mir zu schmal, jetzt habe ich das verbreitert, habe das nochmal alles umgebaut. Und dann habe ich hier eine neue Arbeitsplatte, weil mir ist ein Malheur passiert. Ich habe versehentlich zwei zu lange Schrauben genommen, wie ich das den Kasten, den Unterschrank verbinden wollte. Jetzt kommt noch da dann eine neue Waschmuschel drauf. Da warte ich noch, bis die kommt. Und so schaut das jetzt innen aus. Muss natürlich noch dann geputzt werden. Das machen wir dann alles zusammen. Und so schaut das dann aus. Ja. Alles schön verbaut. Dieses Fach kann man rausnehmen, dass man zum Kästchen kommt. Ah, hallo, grüß euch. Ich bin schon wieder bei der Arbeit. Im nächsten Video hilft mir Fabian, unser Enkel. Da müssen wir bei den Staukästen einiges noch machen. Schaut euch das an, bleibt dran. Ich glaube, es ist interessant. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war informativ. Bitte nicht vergessen, Daumen hoch, abonnieren und kommentieren, das ist auch super. Könnt ihr mir alles fragen. Vielleicht weiß ich ein bisschen was, aber nicht viel. Wir sehen uns irgendwann, irgendwo.